Hey, hier ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du einen Zickzack Expert Advisor für MetaTrader 4 schreibst und insbesondere, wie du Werte von dem Zickzack-Indikator erhältst, um dann damit zu arbeiten. Wir haben bereits im letzten Teil ein EA geschrieben, der Textausgaben macht, wenn der EA initialisiert, deinitialisiert wird oder wenn er tickt, also wenn der Kurs sich bewegt. Und das siehst du jetzt hier gerade. Ich werde jetzt als erstes mal hergehen im Quellcode und diese Textausgaben wieder rausnehmen, zumindest die vielleicht, ich nehme sie alle raus, weil wir wissen jetzt, wann diese Funktionen aufgerufen werden, damit er hier nicht die ganze Zeit im Journal irgendwelche Sachen schreibt. Jetzt werde ich dir zeigen, wie du den Zickzack-Indikator auslesen kannst. Und dafür schauen wir uns das erste Mal den Zickzack-Indikator an. Immer wenn du einen Indikator auf dem Chart hast oder in der Regel, dann kannst du das Datenfenster über STRG D öffnen oder halt über Ansicht Datenfenster und kannst dann hergehen und dir bei jeder einzelnen Kerze den Wert des Indikators, der ist hier aufgelistet, kannst du dir bei jeder einzelnen Kerze anzeigen lassen. Und man sieht hier, wenn ich so ein bisschen durch die einzelnen Kerzen fahre, dass der Wert meistens 0 ist oder halt leer ist, also nicht belegt ist. Und er hat nur manchmal einen Wert. Und zwar ist das immer dann, wenn wir entweder einen Hoch- oder einen Tiefpunkt haben. Das heißt, wir müssen eben diese Punkte jetzt halt lokalisieren und ausfindig machen. Und wie wir das machen, das ist am einfachsten zu lösen über eine Schleife, indem wir einfach über alle Kerzen, über alle vergangenen Kerzen hier so rüberfahren sozusagen und dann prüfen, ob es da einen Wert für den Zickzack-Indikator gibt. Und das geht folgendermaßen. Wir können in der onTick-Funktion hergehen und sagen, for int i gleich 0, i kleiner als 1000, i plus plus. Was genau das macht, zeige ich gleich. Und jetzt können wir hier hergehen. Zickzack-Indikator gibt es nicht als Standard. Jetzt können wir hier hergehen und eine Variable für diesen Zickzack-Indikator erzeugen und dann den Wert von dem Zickzack-Indikator für eine bestimmte Kerze erhalten. Also ist jetzt wahrscheinlich sehr verwirrend. Ich erkläre gleich, wie genau das Ganze aussieht. 0, 0, okay. So, okay, fertig. Ich habe jetzt extrem viel geschrieben und das werde ich jetzt gleich alles noch erklären. Aber als erstes möchte ich dir zeigen, was der jetzt hier macht, der EA. Wenn ich das richtig programmiert habe. Ich muss mal einmal kurz gucken, ob der jetzt hier schon, ob der Kurs hier schon geschwankt ist. Weil das Ganze wird natürlich nur ausgeführt, wenn der Kurs sich bewegt. Was er jetzt gerade irgendwie nicht. Okay, jetzt hat er es gemacht. Okay, ich habe irgendwo noch was falsch gemacht. I++, bla bla bla. So, jetzt muss ich gerade einmal gucken, was hier falsch gelaufen ist bei meinem Programmcode. Okay. Und gleich 0. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Okay, jetzt scheint es geklappt zu haben. Also wir haben jetzt hier oben links in der Ecke 0,69826 stehen. Und das sollte der Wert sein, genau, der letzte Wert von dem Zickzack-Indikator. Also dieses Hoch hier haben wir jetzt quasi oben links in den Chart geschrieben. Und bitte nicht wundern, dass das Ganze ein bisschen abweicht. Der Wert im Datenfenster ist auf 4 Nachkommastellen gerundet. Also was haben wir jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier eine Schleife ins Leben gerufen und als erstes möchte ich dir jetzt erklären, wie eine Vorschleife funktioniert. Eine Vorschleife ist immer folgendermaßen aufgebaut oder ist typischerweise folgendermaßen aufgebaut, dass du hier als erstes dieses Kennwort vorschreibst, damit der Computer weiß, dass es eine Vorschleife ist. Und dann hast du hier diese runden Klammern. Und in den runden Klammern stehen im Endeffekt drei Sachen. Als erstes schreibst du rein, was der EA machen soll, bevor er
oder was er machen soll in dem Moment, wo er diese Schleife hier das erste Mal sieht oder das erste Mal bearbeitet sozusagen. Das heißt, sobald er in diese Schleife geht, würde er jetzt hier eine Integer-Variable mit dem Namen i deklarieren und die bekommt den Wert 0. Was ist eine Variable? Eine Variable ist nichts anderes als ein Stückchen Speicher in dem Arbeitsspeicher von deinem Computer. Und der Name dieser Variable ist nichts anderes als sozusagen die Adresse. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, dein Arbeitsspeicher, der hat jetzt hier irgendwelche Bits und Bytes. Und wir können sagen, hier an dieser Stelle würde jetzt unser Wert in der Variable i stehen. Dann wäre i quasi, dann könnte der Computer über i wissen, dass an dieser Stelle im Arbeitsspeicher halt dementsprechend der Wert zu finden ist. Also es ist sozusagen die Straße und die Hausnummer von diesem Wert, den wir hier abspeichern im Arbeitsspeicher. Also wir erstellen die Variable i irgendwo im Arbeitsspeicher. Und das ist eine Integer-Variable, also es ist eine ganze Zahl, zum Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder minus 5000 oder so, also eine ganze Zahl einfach. Als erstes ist es bei uns 0, das heißt an dieser Stelle im Arbeitsspeicher befindet sich jetzt der Wert 0. Und dann als zweites kommt hier die Bedingung dieser Vorschleife. Die wird durch diesen Startbefehl hier getrennt durch ein Semikolon. Hier wird ausgeführt, was erfüllt sein muss, damit wir in den Körper der Schleife gehen. Das heißt, hier wird er prüfen, ob der Wert in dieser i-Variable, ob der kleiner ist als x. In unserem echten Beispiel hier haben wir gesagt, i ist kleiner als 1000. Und jetzt würde er einfach hergehen und würde prüfen, ob der Wert in dem Arbeitsspeicher an dieser Adresse i kleiner ist als x. In diesem Beispiel wäre es am Anfang 0, das heißt 0 ist kleiner als 1000, somit wäre diese Bedingung erfüllt. In dem Moment, wo diese Bedingung erfüllt ist, geht er in den Körper dieser Vorschleife. Der Körper der Vorschleife wird immer symbolisiert durch diese zwei geschweiften Klammern. Die folgen direkt hinter diese runden Klammern. Und der Körper der Schleife wird ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, hier in unserem Beispiel würde jetzt der Körper ausgeführt werden. Und danach geht er wieder hier oben rein und macht das, was hinter diesem letzten Semikolon hier oben in den runden Klammern steht. Und zwar ist das die Nachbedingung. Und hier würde jetzt stehen, dass i um 1 erhöht wird. Hier steht jetzt i plus plus, wir könnten aber auch schreiben, i ist gleich i plus 1. Das wäre das Gleiche. Das plus plus ist nur eine kurze Schreibweise, die so standardisiert ist. Und ja, das findest du in vielen Programmiersprachen. Das heißt, unsere Schleife ist so aufgebaut, sobald er in die Schleife reingeht, würde er eine Variable im Arbeitsspeicher anlegen, die hat hier den Namen i und die hat den Wert 0. Dann wird geprüft, ob 0 kleiner ist als x, können wir hier auch zum Beispiel mal 1000 schreiben oder 10 oder so. Und wenn das der Fall ist, dann wird er das hier ausführen. Wird ausgeführt. So, danach erhöht er i um 1 und jetzt ist wichtig, an dieser Stelle im Arbeitsspeicher, wo i steht, wird jetzt die 0 ausgetauscht durch eine 1. Jetzt steht da 1. Danach geht er wieder hier in die Bedingung, prüft, ob i kleiner als 10 ist. Das ist immer noch der Fall, weil 1 ist kleiner als 10 und dann wird das hier wieder ausgeführt. Und dann wird i wieder um 1 erhöht und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt einfach mal in dieser Schleife hier das i ausgeben lasse, das heißt, ich lasse es einfach mal ausdrucken und ich rutsche das hier mal eben in die onInit, dann wirst du sehen, dass er jetzt hier alle Zahlen von 0 bis 9 logischerweise ausdruckt. Und zwar liegt es daran, weil er hier so lange das Ganze macht, wie i kleiner als 10 ist. Und 9 ist nun mal die letzte ganze Zahl unter 10. Deswegen wird er halt 0 bis 9 ausdrucken im Journal. Jetzt wollen wir das Beispiel natürlich nicht mit Zahlen von 0 bis 10 machen, sondern wir wollen jetzt ja unseren Zickzack-Indikator hier ermitteln. Und deswegen haben wir im Endeffekt genau die gleiche Vorschleife hier, nur dass wir hier halt bis maximal 1000 gehen. Theoretisch. Und da gehen wir immer durch und erhöhen i immer um 1. Und jetzt haben wir hier in der nächsten Zeile oder im Körper der Vorschleife stehen, dass wir eine Double-Variable erstellen mit dem Namen Zickzack. Double-Variable ist eigentlich auch einfach eine Zahl, nur dass die hier Kommastellen hat. Also zum Beispiel 5,5, 4,4, 198,398, also Kommazahlen. Wichtig, Integer ganze Zahlen, Double Kommazahlen. Ansonsten kein Unterschied, es ist einfach wieder diese Variable verweist wieder auf einen Platz im Arbeitsspeicher und die Adresse verbirgt sich hier hinter diesem Namen Zickzack. Das heißt, Zickzack ist sozusagen wieder die Straße und die Hausnummer von diesem Wert im Arbeitsspeicher. Und
dieser Zickzack-Variable übergeben wir jetzt einen bestimmten Wert, und zwar den Rückgabewert dieser iCustom-Funktion. Die iCustom-Funktion ist eine Systemfunktion, das heißt, die ist standardmäßig im MetaTrader-Framework enthalten. Und hier über F1 kannst du dir wieder die Dokumentation aufrufen. Hier steht, dass die iCustom-Funktion kalkuliert einen Indikator und gibt den Wert zurück. Und diese Funktion hat verschiedene Parameter. Parameter einer Funktion stehen immer in runden Klammern hinter dem Funktionsnamen. Und diese Parameter sind für eine Funktion vordefiniert. Das heißt, du siehst hier, welche Parameter gefordert werden. Als erstes wird das Symbol gefordert, für welches du den Wert ermitteln möchtest. Das Symbol, das ist hier Austral-Dollar, US-Dollar. Das heißt, wir könnten das hier hinschreiben oder wir schreiben einfach unterstrich Symbol und erhalten dadurch das Symbol von dem aktuellen Chart. Dann haben wir hier die Zeiteinheit. Hier gebe ich einfach mal Period Current an. Das ist die aktuelle Zeiteinheit von dem Chart. Dann der Name, das ist ganz wichtig, von dem Indikator. Das ist Zickzack und das muss genau so sein, wie das hier auch steht. Das heißt, wenn hier Zickzack steht, dann muss da auch Zickzack stehen. Wenn hier HGI-V irgendwas steht, dann muss da HGI-V irgendwas stehen. Also das ist ganz wichtig, dass der Name ganz genau so geschrieben ist, wie auch die Datei im Indikatorenverzeichnis. Und dann als letztes haben wir hier noch 0 und I. Was das ist, sehen wir hier wieder in der Dokumentation. Und zwar haben wir als erstes den Mode. Mode ist nichts anderes als der Linienindex. Die beginnen typischerweise bei 0 und da wir hier nur einen Index haben bei dem Indikator, du siehst es hier im Datenfenster, es ist nur eine Zeile, ist es auch der Index 0. Und I ist jetzt der Shift-Wert. Das heißt, dieses I hier ist der Wert oder zeigt quasi, von welcher Kerze wir jetzt den Indikatorenwert erhalten wollen. Und das wird so gerechnet oder ist so definiert, dass die aktuelle Kerze den Wert 0 hat, die Kerze davor 1, diese Kerze 2, diese Kerze 3, diese 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Ich hoffe, du verstehst das Spiel. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir das genau so hier hinschreiben, weil indem wir diese iCustom-Funktion nutzen und als Shift-Wert i übergeben, wird dir jetzt vielleicht auffallen, dass i ja immer um 1 erhöht wird. Das heißt, wir starten bei der Kerze 0, versuchen den Wert von dem Zickzack-Indikator zu ermitteln und dann, wenn das ja, dann haben wir das gemacht und im nächsten Durchlauf haben wir 1 als i, dann gehen wir hier hin, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5, dann 6. Das heißt, wir kriegen Stückchen für Stückchen quasi immer einen Wert von dem Zickzack-Indikator. Und dann können wir mit diesem Wert arbeiten, weil als nächstes habe ich jetzt hier einfach geprüft, ob dieser Wert, dieser Zickzack-Wert, der jetzt in der Variable Zickzack gespeichert ist, ob der nicht leer ist, also er ist nicht empty value, das ist einfach definiert als leerer Wert. Und der Wert ist nicht 0. Das heißt, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, dann möchte ich den Zickzack-Wert als Kommentar im Chart ausgeben und über Break diese Schleife hier verlassen. Der Break-Befehl sorgt immer dafür, dass die zunächst übergeordnete Schleife verlassen wird. Jetzt habe ich noch nicht erklärt, was dieses If hier macht. If ist eine Kontrollstruktur, ebenso wie eine Vorschleife. Und If heißt zu Deutsch einfach falls oder wenn eine Bedingung erfüllt ist, die Bedingung steht hier wieder in runden Klammern hinter diesem If, dann gehst du in den Körper von diesem If-Statement und führst es aus. Das heißt, hier wird er prüfen, ist der Zickzack-Wert nicht 0 und auch nicht leer, also ist er nicht leer und auch nicht 0, dann gehe bitte hier rein und mach das, also gib den Kommentar aus und verlasse die Schleife. Und das war's. Und so erhalten wir den letzten Zickzack-Wert. Das ist jetzt natürlich final noch nicht genau das, was wir haben wollen für den EA, aber ich hoffe, du verstehst, wie man zum Beispiel hergehen kann und für einzelne Kerzen Indikatorenwerte erhalten kann, beziehungsweise hier auch es schafft, ja, den halt grafisch anzuzeigen über diese Schleife und das Ganze so zu steuern. Also, geh das Ganze nochmal in Ruhe durch, versuche auch die Schleife zu verstehen. Wenn man sich das Ganze ein bisschen aufmalt oder es halt öfter mal durchgeht, dann kommt man da auch hinter, wie das Ganze arbeitet und dann wird es irgendwann ganz natürlich. Und ansonsten schalt beim nächsten Video wieder rein. Und ganz wichtig, wenn du Interesse hast, die MetaTrader-Programmierung halt noch einfacher und noch strukturierter zu lernen, dann kannst du auf jeden Fall auf unserer Webseite www.bmtrading.de oben den Punkt Ausbildung mal abchecken, weil da haben wir zwei Pakete geschnürt, einmal für den MetaTrader 4 und für den MetaTrader 5, wo du in jeweils, ich weiß nicht, 30, 40 Videolektionen lernst, wie du als absoluter Anfänger auch es schaffen kannst, im MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zu programmieren. Ja, ich freue mich riesig, dass schon extrem viele Leute darüber die Programmierung gelernt haben und freue mich immer sehr, wenn sich weitere Leute dazu entscheiden, die Programmierung zu lernen und dadurch ihr Trading natürlich zu verbessern oder es einfach schaffen, verschiedene Strategien zu testen und so halt nicht Zeit und Geld zu verbrennen.
Also, schau beim nächsten Video wieder rein, dann zeige ich dir, wie wir jetzt mit diesen Zickzack-Werten arbeiten und wie wir dann auch so langsam dahin gehen, dass wir die Signale vernünftig nutzen, um zu handeln.